Hallo Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Sons of the Forest. Schön, dass ihr wieder reinlohnt. Da ist hier Virginia mit der Waffe wieder total blutüberströmt. Und mich würde jetzt mal interessieren. Okay, da kann ich die wieder wegnehmen und jetzt gebe ich ihr die wieder. Wissen ja, ob das so gedacht ist. Kann ich eigentlich noch mehr machen? Nee. Okay. Boden? Okay. Ich mach das jetzt mal. Ich weiß nicht, wo die will immer, dass ich irgendwo mit hinkomme, ne? Das check ich so langsam. Okay. Da? Okay, ich gucke jetzt mal. Was willst du mir sagen? Okay, keine Ahnung. Ich dachte, es sollte jetzt der Punkt sein, wo die Schädel liegen. Sie mir das zeigen wollte, aber sie hat vom Punkt des Schädels noch mal hier in den Wald reingezeigt. Aber so ganz habe ich es noch nicht verstanden. Okay, ja. Ja, mit der Waffe, das habe ich jetzt noch mal ausgetestet, weil. Wartet mal. Nee, das ist nur ein Stein, ne? Das ist cool. Sie hat erst geschossen und dann hat sie auf einmal nicht mehr geschossen. Und jetzt ging ich davon aus, dass ich die Waffe wieder nochmal neu gebe. Wenn das nicht klappt, müsste ich vielleicht die Waffe nochmal nehmen und selber nachladen im Inventar. Wobei es dann schon günstiger wäre, wenn ich ihr einfach Muni gebe, ne? Würde ich jetzt mal behaupten. Okay, super spannend. Auf jeden Fall ist das mit dem Heilen neu, Leute. Das war vorher nicht so. Batterien geil. Da freue ich mich. Oh, nochmal eine Zielscheibe. Okay, geil. Kommt noch. Moment mal. Mal so, wenn du jetzt hier so dir einen gemütlich machst. Komme ich auf jeden Fall mal vorbei. So. Okay. Ach, jetzt kann. Ach, ich kann doch die Pfeile wechseln. Ich muss nach unten gucken, Leute. Und alles klärt sich wieder. Okay. Kevin, moin. So, und bei dir wollte ich jetzt auch noch mal testen. Ich kann. Nimm Gegenstand. Ach so. Ach so geht das. Lol, ich verstehe. Ich kann dem also doch was geben. Jackett? Jetzt habe ich das verstanden, Leute. Okay. Es ist einfach nur eine Albon. Hör mal, Kevin. Warum sind die Pfeile schon wieder anders? Zieht euch das rein hier. Es ist ja einfach nur noch ein Spaß. Was hast du denn? Noch ein Fisch für mich? Danke dir. Hat die bitte gesagt? Okay, jetzt wisst ihr wieder, dass ich mitkomme, aber. Guck mal, ich würde es jetzt noch mal kurz ausprobieren. Jetzt schickt sie mich ja wieder woanders hin, ne? Ich sage ja, Leute, ich wäre ständig von dem Hausbau abgelenkt, obwohl ich jetzt wirklich mal zwei Folgen auch dran geblieben bin. Bist denn du?
Ich komme. Hoden? Bist doch jetzt hier runtergegangen, oder? Okay. Ich habe sie leider wieder aus den Augen verloren. Ich weiß nie, was die mir hier zeigen will, Leute. Ich kann es euch nicht sagen. Ist hier irgendwo was? Ist denn da hinten los? Ach, da. Wollte die mir das Dorf zeigen? Guck mal, da hinten ist was. Ist es das vielleicht? Ist hier eigentlich jemand zu Hause? Kann das sein? Hier ist niemand, oder? Lol. Medizin? Was bist du? Schach, die Hallen. Medizin kann ich nicht mehr. Seile! Freue ich mich immer noch drüber. Okay. Was ist das? Nehme ich mit. Alkohol? Eine Uhr? Okay, ich kann das sein, dass die mir diesen Ort hier zeigen wollen? Ja, oder? Okay. Vergrößern. Ah, geil. Das ist auch neu. Jetzt ist der scheiß Golfball dahin. Mais, Goldstein. An Henkies. Hank. You spend all the time setting up a golf course. And you haven't ordered any golf clubs or balls? Warum supporten wir das Golfspielen? Okay, aber das ist doch ein Gag, oder? Von früher. Leute. Wegen den Tennisbällen, oder? Golfball collected. Okay, die hat mir, glaube ich, wirklich das La. Der Dosenöffner! Lollinger! Okay. Ich verstehe. Ich muss dann halt schon noch ein bisschen selber rumlunzen. Aber das hat die mir jetzt halt gezeigt, Leute, ne? Ist ja geil. Okay, jetzt habe ich endlich den Dosenöffner. Kelvin mit dem Anzug. Okay, Leute. Natürlich, ihr kennt mich. Muss natürlich sein. Ach, das war ja geil. Und auch so unerwartet. Weil jetzt gerade, weil ich das sehe, ne? Okay. Den haben wir jetzt. Das ist schon mal ganz geil. Wartet mal. Hier. Da wollte ich noch mal mit euch drauf eingehen. Ach Gott, ich kann ja auch hinten drauf gucken. Macht's noch mal? Wie hast du das jetzt gemacht? Wie hast du das gemacht jetzt, Charakter? Scheiße, geht's dir nochmal? Doch nicht Timmy, oder? Ich hab halt überlegt, Leute. Aber das Bild hat auch wieder nicht gepasst. Ich will den Gedanken nie loswerden, dass Timmy hier irgendwo eine Rolle spielt. Und dann habe ich halt gedacht, kann das sein? Ich weiß leider nicht, wie der mit Familienname heißt. Ich weiß auch nie, ob es jemals thematisiert wurde. So genau habe ich jetzt nie in Foren nachgelesen oder so. Aber ich dachte halt zwischendurch mal kurz, dieses Buch, ja, wer soll das sein? Tim LeBlancs. Und dann dachte ich halt, ist es so gedacht, dass Timmy halt die ganze Zeit nur ein Spitzname ist von Tim und er das Buch geschrieben hat? Und das so ein kleines Geschmäckle sein soll für die Story, auch in Bezug auf Timmy. Aber wie, ich würde jetzt, warte mal, was wir halt machen könnten. Wir gehen noch mal kurz rein und nehmen das Buch noch mal in die Hand. Dann geht ja irgendwie.
So schnell kann ich das gar nicht angucken. Das ist ja nicht mehr. Das sieht doch ganz anders aus. Nee, Leute, ich glaube, das ist das Quatsch, oder? Aber ich habe halt kurz drüber nachgedacht, dass es ja sein könnte. Vielleicht versteht ihr, was ich meine. Wirklich, das war wirklich richtig cool. Schön, wie die auch trinken aus dem Bach. Das war ja Hammer. Ich danke dir. Jetzt habe ich halt den Dosenöffner. Und das ist ja witzig, ne? Dass halt wirklich die Tools nicht nur in den Höhlen sind. Also es gibt schon Sachen, die man auch einfach mal so bei den Camps finden kann, ne? Okay, es wird Nacht, Leute. Wir müssen eigentlich dringend nach Hause, ne? Also wirklich dringend. Die kommen doch gleich wieder. Ich nehme mal die Pilze wieder ein bisschen mit. Cool, okay, dann weiß ich das jetzt für die Zukunft. Wenn sie sagt, komm mal mit, dann will sie mir schon irgendwas zeigen. Ist da hinten? Ja, da hinten sehe ich mein Häuschen. Ja, toll, Leute, dann können wir ja jetzt Katzenfutter essen, ne? Endlich, sage ich da nur. So, die bringe ich noch schnell an. Die Jungs. Dann hatte ich, glaube ich, auch Fleisch im Inventar, ne? Ich so ein bisschen darauf achten will, dass die nicht zerstört werden durch Gammel. So, wir probieren es mal. Ich bin gespannt. Ich habe das Gefühl, ich mache auch diesmal das Feuermann hier an. Gucken mal. Wir sehen, ob es schon so zeitig ist und wir noch in die Nacht reinpennen. Nö, alles cool. Warte mal, hier hast du da unten was, ne? Haben wir gesagt. Ja, perfekt. Und jetzt sind die endlich mal fertig. Geil. Schönes Ding. Guck mal, da kannst du sogar noch ein. Große Fräsen. Herrlich. So, den nochmal mitgenommen und von mir aus den auch noch. Wollte ich noch was hier oben machen? Nee, hier. Ja, geil, Leute. So langsam komme ich rein in alles. Ich freue mich total. Es hat so einen leichten Tarzan-Vibe auch. Guck, ich gell, mit diesem Anzug, ey, wirklich. Ist einfach nur geil. Aber ich finde das cool. Weil früher war das immer so schade im Singleplayer. Du hast halt die ganzen Klamotten gefunden. Aber du konntest die ja nie sehen. Ne? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich jetzt halt schon ziemlich cool. Sag mal, wegen der Symmetrie halber, ne? Könnten wir jetzt nicht mal hier hingehen und sagen, wir machen das Ganze auf der anderen Seite auch noch? Da hinten ein Stein. Okay. Cool, er. Die Frage ist nur, wie weit bringt mich Virginia? Also könnte man das halt auch so gestalten, dass man so eine kleine Zwischenbasis baut? Und in der Hoffnung, dass die dir dann immer mal. Okay. Hätte mir einen Daumen gegeben. Sie folgt mir auch bei YouTube. War der wirklich. Oh. So witzig ist es halt auch nie gedacht, wie wirklich. Nie, also ich glaube, der Gag wird jetzt nie ausgezeichnet. Guck mal, so symmetriemäßig habe ich das ja gerne, ne? Wenn ich jetzt sage, Moment mal. Hier, genau. Ach so, ja, stimmt. Da fehlen ja in der Mitte die Pfeiler. Aber bitte schön gerade bleiben, die Nummer, ne?
Hier? Ist das noch gerade hier? Ja. Zack. Und dann noch mal so eine Nummer, ne? So, einmal noch rüber jetzt, oder? Oder zweimal? Nee, noch eins, ne? Hatte ich. Ja, ich glaube schon. Wirklich, die Rehe, die trollen mich aber auch ein bisschen, oder? Wie die ganze Zeit mir hier vor der Nase lang. Okay, du hast wieder irgendeinen Stamm, der, ja, der nicht komplett voll ist. So. Ach, guck mal, hier haben wir noch gar nicht fertig gebaut. Ist ja traurig. Warte mal. Bin ich überhaupt bis hierher? Doch, doch, alles cool. Warte mal, das möchten wir schon mal fertig machen jetzt hier. Zack. Gott, das macht irgendwie jetzt richtig Spaß, Leute. Ich bin ja jetzt nicht so der große Beetsbauer, muss ich zugeben. Also, da bin ich nie so kreativ irgendwie. Ich mag das, ich mache das gerne. Aber ich bin halt schon eher so der Erkundungstyp. Und vor allen Dingen wird es für mich immer ganz schlimm, das, was ja viele Leute so lieben, ne? Wenn es übelst viele Baumöglichkeiten gibt, dann schalte ich manchmal so ein bisschen ab auch. Sieht man besonders gut, wer bei Walheim dabei ist. Schon wieder? So, mal gut, oder? Okay, ich mache das jetzt noch einmal, Leute. Ja, bei Walheim bin ich halt so teilweise so lost mit diesem Bausystem. Da gibt es so viel Zeug zum Bauen. Und da habe ich dann irgendwann, merke ich auch, wie ich dann ein bisschen abschalte. Weil ich gar nicht mehr hinterherkomme. Weil ich mit den ganzen Leveln da schon so extrem zu tun habe, mit den Farmen und so. Und daran merke ich halt immer wieder, dass ich eigentlich schon eher so der Erkunder bin. Und mir vielleicht Spiele eher aussuchen sollte, wo man nie, keine ba Base bauen müsste, ne? Nee, das ist genau dasselbe Lager jetzt wieder, ne? Okay, ja, alles klar. Das hätte mich jetzt auch gewundert. Jetzt. Danke dir. Ja. Okay, ich wollte gerade sagen, ist das schon wieder? Ja, guck mal. Ich danke dir. Okay, das war nur noch mal ein Test. Ist in Ordnung. Dann müssen wir jetzt wahrscheinlich ihr nie noch mal hinterherlaufen. Dann hat sie uns jetzt so gesagt schon das Wichtigste gezeigt hier in der Umgebung. Mag ich aber echt ganz gerne. Weil der Wald ist schon so dicht und man läuft dann irgendwie doch immer dieselbe Route. Und die ganzen Wege kann man sich einfach uni merken, finde ich, wo man alles schon lang gelaufen ist. Grob kann man die Areale abstecken, aber jetzt mal so einen Dosenöffner zu finden, das ist dann gefühlt irgendwie auch ein bisschen Zufall, finde ich. Naja, macht ihr nur. Werden doch immer mehr, oder? So, hier. Da, 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 da. Ach so, das hat man jetzt schon hier. Dann baue ich hier noch mal einen hin. Schön, wie das auch von hier oben gleich geht. Mag ich ja auch ganz gerne. Und dann kannst du den ja eigentlich schon mal daran ballern. Guck mal. Ob die dann auch so mit in der Hütte und so drinne sind und sich da unter Platz nehmen, wenn ich da Stühle baue, Leute. Das würde ich ja auch so abfeiern, ne? Das wäre ja auch voll meins. Dann ist man endlich nicht mehr so alleine hier. Ich liebe das. Ich finde
finde das richtig cool. Immer noch. Warte mal, mach mal den einen da hinten noch fertig. Dann kannst du jetzt hier richtig Flamme geben. Bums. Schön, oder? Sieht auch, ich finde auch stylingmäßig passt das alles super gut rein. Also, auch wenn ich jetzt nicht so der riesen Bauprofi bin und da so einen extremen Ehrgeiz habe, vielleicht andere Leute. Was ist denn hier, bitte? So ist ein Stamm. Es passt super gut rein in die Welt. Und ist echt schön anzuschauen. Und ich kann mir vorstellen, dass da Leute sich wieder ex. Geil. Gibt's mir wieder einen Daumen. Dass Leute wirklich extrem kreativ da wieder rangehen an die Nummer. Mit den, in Anführungsstrichen, wenigen Sachen, die man jetzt hat. Ich bin mir absolut sicher, dass da in Zukunft noch mehr kommen wird. An Kram. Ich hätte ja eigentlich tatsächlich wirklich nur den Wunsch, dass noch mehr Fallen wieder reinkommen. Das würde ich ganz ab, also richtig cool finden. Das würde echt Sinn machen. Damit man wieder so ein bisschen ein paar Spielereien auch machen kann an der Beetz. Das würde mir echt gut gefallen. Das ist eigentlich sowas, was ich mir wünsche. Neben dem Baumstammtransporter natürlich. Ich habe mir ja halt den Schlitten gar nicht gebaut, ne? Ich konnte mir ja an dem 3D-Drucker auch so ein, ja, eben so einen Schlitten bauen. Habe ich gar nicht gemacht, Leute, weil ich erstmal die Rüstung bauen wollte, die ich übrigens schon wieder komplett verloren habe. Also so stark ist die jetzt auf jeden Fall schon mal näher. Ich hatte ja kurz die. Das ist wirklich ein Träumchen hier. Alleine, das liebe ich halt, ne? Wie du dir eine Bude baust. Und dann sitzt da einfach mal ein Reh auf deiner Terrasse. Mann, Leute. Es ist einfach ein tolles Spiel. Mit Marken, klar. Aber ganz ehrlich, für mich als Fan von Forest muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin absolut zufrieden. Es ist zum größten Teil genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Und was die Atmosphäre betrifft, fühle ich mich auch schon wieder extrem abgeholt. Gib mir einen Wald, gib mir verschiedene Stammesvölker, die ich beobachten kann. Und dann bin ich schon happy, Leute. Das ist es eigentlich. Mehr brauche ich gar nicht, um hier glücklich zu sein. Und deswegen bin ich tatsächlich extrem abgeholt worden hier wieder. Ich erkenne auf jeden Fall den Stil der Entwickler. Der ist da. Ich kann es euch nicht so richtig beschreiben, was es ist. Aber es ist, man merkt, dass es dieselben Leute sind, die es gemacht haben. Das freut mich einfach. So. Leute. Cool, oder? Ja. Freunde der guten Unterhaltung. Jetzt müsste ich aber mal gemütlich gucken. Jetzt steht halt der Boden hier. Ach, warte mal, das ist doch das falsche Buch. Jetzt ist ja die Frage, also ich habe eine logische Idee, wie ich es angehen würde. Geh mal in die einfache Boden, das hat man jetzt. Grundlegende Wand. Okay, da muss ich diese übereinander stapeln, ne? Ist klar. Kann ich noch was anderes? Stimmt, es gibt jetzt übrigens auch Türen, die zum Abschließen sind, habe ich auch gesehen, ne? Die waren wohl vorher auch noch nicht drin. Einzelne Stufen. Ach so. Ach so, hätte ich das vielleicht machen können, ne? Mit der Treppe. Einfacher Balken. Okay. Dach. Okay. Stützen. Treppen.
Rampe hat man schon. Verteidigungsmauer. Okay, ich mache es jetzt einfach mal nach Gefühl. Ich nehme jetzt den hier und baller den hier hin. So. Oh, das ist ein halber. Haben wir noch ein bisschen Zeit? 2 Minütchen noch. Komm du mal her. Oh, warte mal, das ist jetzt wieder so ein halber, ne? Ja, den nehme ich irgendwie gerne in die Hand. Müssen wir schon wieder hacken, Freunde? Ich glaube schon. Bring den mal noch schnell weg. Bäms. So. Machen wir uns noch so eine kleine Terrasse. Hier so hin. Ist ja eigentlich auch ganz schön. Okay, ich hack mal noch ein Bäumchen. So. Dass wir wenigstens mal so eine grobe Vorstellung haben. So, guck mal, jetzt baller ich den hier rein und jetzt kann ich ja hier tag, ne? Das ist geil, Leute. So simpel und so cool. Hammer. Schön auch, wie ich den Schneeberg hier in der Nähe habe, ne? Der da so durchscheint. Saugeil. Und dann kann ich da ja selber auch Fenster reinschlagen, ne? Das heißt, ich fülle das jetzt hier erstmal auf. Das sieht so cool aus, Leute. Ach, das wird schief. Ich dachte, da hinten sitzt schon wieder einer. Da, 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 da. Lagemochi. Lagemochi. Hat viele Beine. Bibi, so, bitte. Und? Bitte. Und kriegst du da jetzt oben noch einen drauf? Warte mal. Das machen wir jetzt gleich. Warte mal, das müssen wir noch schnell machen. Nur noch einen Stamm, bitte. Das ist der halbe. Bitte den nicht einsammeln. Ist schon noch irgendwo einer rum. Ich muss noch mal haken, Leute. Das nützt alles nichts. Hack rein. Ja, wie früher. Während des Hackens kann man auch noch Pilze aufsammeln. Das ist ein Träumchen. Ich liebe es. Fall bitte, lieber Baum. Aber dass Bäume nachwachsen, das ist noch nie drin, oder? Habt ihr da schon irgendwelche Beobachtungen machen können? Guck mal. So. Jetzt kannst du den ja schon mal da hinten hinballern. Bums. Und jetzt sage ich. Das ist halt nice, ne? Das liebe ich ja, ne? Das ist halt geil gemacht. Du hier noch so richtig händisch. Huhu. Hier entsteht ein Haus. Geil. Und dann schön wieder hier so ein paar Schädellampen hin, Leute. Gut, erster Test. Ich muss es eigentlich gleich probieren. Bleib noch kurz 10 Minuten drin, Leute. Modus ändern. Garten wollte ich auch machen, ne? Noch so viel Kram, Leute. Wartet mal kurz. Wo waren jetzt Fallen, Unterkünfte? Okay, ich muss mal kurz hier durchgehen. Decken, Schädellampe. Kann ich die auch hier ranhängen? Nee, leider nicht. Das geht. Doch, es geht. Es geht, Leute. Es geht. Es ist so geil. Ja, bitte. Ich freue mich so sehr, Leute. Oh ja. Das ist wirklich, gib mir das und ich bin happy, Leute. Es ist so genial. Ich liebe diese Lampen. Leute, ich sag mir heute vielen lieben Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Wie ich mir heute ein kleines
versuche ich ein kleines Häuschen hinzuzimmern. Und da geht mir gerade wirklich wieder, Leute, die Kinderbär ist wieder da. Ich freue mich über sowas. Liebe Leute, ich sag bis bald und ja, seid gerne beim nächsten Mal wieder mit dabei bei Sons of the Forest. Macht's gut, Leute. Tschüss.